Das Wunder ist ausgeblieben, aber ich glaube, die Truppe hat sich gut verkauft nach dem Spiel gegen Bayern München. Der Legendentalk mit Rüdiger Bramczyk und Klaus Fischer. Ja, 0-2 gegen den immer Tabellenführer und wie sagt man jetzt überhaupt? Herbstmeister? Gegen den deutschen Meister. Den deutschen Meister. Jetzt schon wieder. Jetzt schon wieder. Zum 12. Mal in Folge, man weiß es nicht mehr so genau, ne? 11. oder 12. Mal, glaube ich. Ja, die Bayern schießen ja so im Schnitt in der Bundesliga 3 Tore, in Pflichtspielen dieser Saison 4. Also haben wir uns gut geschlagen mit nur 2? Eigentlich ja. Ich meine, Bayern München ist eine Übermannschaft, glaube ich, Bundesliga anbelangt. Und von daher war dieses 2-0 okay. Wir haben die eine oder andere kleine Chance gehabt, aber mit solchen Sachen kann man Manuel Neuer nicht überwinden. Und ja, wir haben, was wir falsch gemacht haben, gerade beim 2-0, wenn ein Freistoß für uns, ja, und der kommt in die Kniehöhe, kann man sagen, rein, dann geht das nicht. Und dass die Bayern dann mit ihren schnellen Leuten schnell nach vorne kommen, das hat man gesehen, und dann liegst du 2-0 zurück. Und dann, sowas darf nicht passieren. Normalerweise war es bei uns so, muss man von uns mal reden, die Kopfballspieler, die waren vorne. Alle anderen waren hinten und dann abgesichert. Weil wohl nieder, die nehmen dir nur den Raum weg, wo du reinlaufen willst. Und deswegen glaube ich auch, dass wir Leute haben, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Sondern die kopfballstark sind, die müssen nach vorne. Aber da warst du nie da, ne? Bei den Kopfballstangen. Und hinten ja, auch nicht. Du hast die Standards gemacht. Meistens, ne? Die Standards oder auch, meistens hat doch Helmut die viele Standards geschossen. Da muss man auch sagen, Helmut Kunz, sehr gut. Gut, jetzt muss man auch sagen, das war jetzt sicherlich jetzt nicht das Gelbe von Eisheim, Freistoß vom Mohr. Aber also, dass das so schnell geht und dass keiner einen Rückwärtsgang reinmacht. Und guckt erstmal, die Bayern sind losgelaufen, haben unsere erstmal noch geguckt, wo die hinlaufen. Und keiner hat sich sofort überlegt, da hinterher zu gehen. Also die waren auf einmal 5 oder 4 oder wie viel auch immer gegen 2. Da hast du natürlich keine Chance, als Torwart nicht. Und darf natürlich in der Bundesliga nicht passieren, dass du aus einer Standard einen Vorteil hast eigentlich und dann im Binnen 20 Sekunden Nachteil hast. Also da muss man sich schon ein bisschen mehr konzentrieren. Und da muss man den Ball auch vernünftig reinbringen. Und gut, die erste Halbzeit ging noch so. Da haben unsere Jungs ganz gut mitgespielt, das muss man auch sagen. Die eine oder andere Chance war auch da gewesen. Was mir gut gefallen hat im Mittelfeld, ja, Draxler hat gegen Goretzka gespielt und Kraus gegen Sahne. Die waren verhältnismäßig gut dran, das haben sie also sehr gut gemacht. Ja. Und man hat auch gesehen, dass Kimmich auf der rechten Seite gespielt hat, gegen Bülter, muss man sagen. Also da hat er sich auch was einfallen lassen, er ist ja auch gerade langsam. Und den hat er natürlich abgedeckt, weil er gesehen hat wahrscheinlich, dass das der Einzige ist, der da ein bisschen Druck machen kann gegen die. Ja, Bülter hat den Kimmich zweimal, dreimal so überlaufen, dass er... Dass man nochmals deutlich sehen wollte, dass der keinen Bock mehr hat, rechter Verteidiger zu spielen. Der will über Sechser sein. Er ist ja kein. Er spielt das aus der Not wahrscheinlich. Er ist ein Mittelfeldspieler, der vor der Abwehr spielt. Das Spiel ist hervorragend, immer schon. Aber auf der anderen Seite, jetzt muss ich nochmal sagen, man weiß ja, welche schnellen Leute die Bayern haben. Und ein Musiala, der fängt den Ball ja ab. Und der mit den Entscheidenden passt dann noch zu Choupo-Moting. Da kann man sehen, mit welchem Tempo die von hinten rauskommen. Nicht mit 2 Mann, mit 4, 5. Und dann ist die Abwehr nicht formiert. Und dann entstehen solche Lücken und dann sind die in der Lage, Tore zu machen. Na gut, man hat natürlich im Endeffekt schon gesehen, dass das eine klasse Mannschaft ist. Und dass unsere natürlich nur über den Kampf was machen können. Aber wenn du natürlich 2-0 in Rückstand bist, dann gibt die Mannschaft auch ein bisschen auf. Ich glaube, da haben wir dann auch keine Chance mehr gehabt, so richtig das Spiel noch umzubiegen. Also ich habe keine einzige Chance mehr gesehen, wo ich sagen würde, oh komm, da hätten wir noch ein Tor machen können. Also zweite Halbzeit war... Ich habe mal gesagt, egal wer das jetzt ist, ob unsere Mannschaft oder andere, wenn man individuelle Klasse nicht hat, wie beim Bayern München, da muss man das als Mannschaft haben. Und ich glaube schon,
dass wir als Mannschaft jetzt da funktioniert haben in den letzten Spielen. Und wenn sie das so weitermachen und vielleicht noch einige Dinge verbessern, dann bin ich sehr zuversichtlich, obwohl wir gleich wieder am Anfang schwere Spiele haben mit Frankfurt und Leipzig. Aber die Mainzer haben auch unentschieden gespielt. Und von daher ja, ist Bayern München eine Ausnahmemannschaft. Alle anderen, glaube ich, kann man was holen. Ja, ich meine, halten wir fest eben noch, ich hätte auch noch Krall ins Spiel gebracht übrigens, der sich ja 30 Minuten sehr gut um Musiala ja. gekümmert hat, hat ihn ganz rausgenommen und dann kommt aber der eine Hackentrick und ne, zack, steht 0-1. Ja, ganz rausnehmen kannst du ja so einen Spieler auch nicht. Ja. Ich meine, dann muss ja nur neben dem stehen und das ist ja auch nicht Sinn der Sache, sondern du willst ja auch ein bisschen mitspielen, du willst ja auch mit nach vorne spielen und dann wird er von irgendeinem anderen übernommen. Also ich sag mal, rein taktisch gesehen war es okay. Aber man hat auch gesehen, Bayern München hat schon Riesenqualität. Also wenn man das erste Tor anschaut, ja, ist eingespielt, was Musiala macht. Und das weiß der auch. Und deswegen geht der Gnabry auch mit und ist dann in der Lage, abzuschließen. Und na, den Torwart auch ein bisschen, glaube ich, am falschen Fuß erwischt. Aber die Klasse, die der FC Bayern München hat, da kannst du mal durchgehen von hinten bis vorne, da kannst du nicht immer 90 Minuten verteidigen. Das geht kaum. Das können Weltklasse-Mannschaften nicht, gegen die sie in der Champions League spielen. Und von daher haben wir uns wirklich gut verkauft. Ja, und im Vergleich zu den Spielen vorher nicht 4-5 gekriegt, nein. Nachdem dann das zweite drin war, hast du richtig gesagt, da war jedem klar, jetzt geht nichts mehr. Und sei denn, du hättest ein schnelles 2-1 geschafft, dann hättest du vielleicht noch. Aber ne, wusste eigentlich jeder, der Fisch ist gegessen. Aber sie haben sich eben nicht noch ein paar reintun lassen, wie in den Jahren zuvor. Okay, wenn wir dann auf die Tabelle gucken, in dieser Winterpause, ein letztes Mal, ansonsten gucken wir da nicht mehr drauf. Wir gucken überhaupt nicht mehr drauf, weil es lohnt sich nicht. Wenn wir jetzt bis zum nächsten Spiel immer drauf gucken, ja, es ist deprimierend, klar, wir sind abgeschlagen, kann man ja sagen, erstmal. Fünf Punkte vom. Aber wenn du zweimal hintereinander gewinnst, kannst du die Punkte aufholen. Ja, das ist alles möglich. Wenn die Mannschaft gut vorbereitet aus der Winterpause herauskommt und sie sind auf einem guten Weg, man merkt schon, dass es anders ist als vorher. Und das ist schon mal ganz wichtig. Aber man darf nicht nachlassen. Ja, bei den Bochumern ist es dummerweise auch so, ne, dass die einen Sprung nach vorne gemacht haben. Ja. Gewinnen das Ding in Augsburg. Einzig Gute, was man sagen kann, die Augsburger sind jetzt auch wieder rangeholt an die Gruppe. Hertha gewinnt gegen Köln. Das war natürlich auch, wenn du die Kölner Chancen siehst. Ja, ich meine, Adamian aus einem Meter über das Tor, wie er das geschafft hat, weiß er nicht. Wenn er das absichtlich machen wollte, hätte er das nicht geschafft, glaube ich. Wie man das Tor nicht machen kann, das ist. Ja, das gibt es überhaupt keine Worte für. Weil der muss ja nochmal eingraben, wenn man so einen Ball nicht ins leere Tor reinbringt. Das ist, da fehlen mir die Worte, muss ich ehrlich sagen. Da hat man einen schlechten Tag gehabt, Klaus. und du hast schon gesagt, los geht's dann wieder mit gleich ganz schweren Gegnern. Ne? Frankfurt und Leipzig, zweit- und drittbester Sturm der Liga. Ne? Die Frankfurt haben 32 Tore, die Leipziger 30 geschossen schon und sind auch schnelle Spitzen, gefährlich. Vielleicht ist der ein oder andere vielleicht ein bisschen müde von der WM. Ja, da müssen sie aber weit kommen. Das können sie vielleicht müde sein, der ein oder andere Spieler. Aber ich glaube nicht. Du musst voll gegenhalten und hoffen natürlich auch auf einen Supertag von denen. Aber du musst viel tun, um dahin zu kommen, dass du Punkte holst gegen diese Mannschaften. Also ich glaube, dass wir gegen den Mannschaften, wo wir jetzt noch gegen spielen, also Frankfurt und auch Leipzig, es schwer ist, was zu holen. Aber wie gesagt, wir müssen gegen andere Mannschaften die Punkte holen. Ich glaube, gegen die beiden wirst du nicht holen. Außer wenn wir jetzt noch vielleicht 2-3 Spieler dazu kriegen, vielleicht ein paar erfahrene Spieler. Ja, ich weiß es nicht, wie Knebel da jetzt zurzeit am Arbeiten ist, ob überhaupt jemand kommt. Aber also ich meine schon, dass wir in der Winterpause was machen müssten. Ja? Und es laufen ja einige Spieler rum. Der eine hat keinen Verein, wie der Kruse zum Beispiel, den ich persönlich gut finde, ist ein verrückter Spieler.
Aber so verrückte Jungs muss man ein bisschen haben. Man hat jetzt sehr viele Durchschnittsspieler, die auch ja nicht schlecht spielen, aber du hast keine richtigen Wölfe dabei. Ja? Das heißt also Wölfe, die die anderen wachrütteln und sagen, hör mal zu, jetzt komm, wir müssen hier nochmal eine Schippe drauflegen, um das Spiel zu gewinnen. Der Kruse ist so ein Typ, vielleicht sollte man sich mal überlegen, der ist sowieso frei. Und wenn man den zum Laufen kriegt und wenn man ihnen sagt, hör mal, pass mal auf, du hast die große Chance hier bei uns zu spielen, was du danach machst, ob er nach Amerika gehen will oder was weiß ich. Aber das ist für mich ein Spieler, den ich hier immer holen würde. Frei ist er ja eigentlich nicht. Ne? Er hat noch laufenden Vertrag mit einem Gehalt, das wir nicht annähernd stemmen können. Ne? Und du weißt natürlich auch, Kruse und die Bild-Zeitung, das wäre ein gefundenes Fressen für die. Da wird jeden Tag was über den in der Zeitung stehen. Und nur wenn er irgendwie eine pinke Socke anhat und gestern hat er eine blaue angehabt oder was. Ja, das kann eine Mannschaft auch ganz schön. Ja, man sagt immer, man muss was tun. Ja, was? Wenn kriegst du in der Winterpause, der nichts kosten soll, der ein klasse Spieler ist? Dann gibt es nicht. Ja. Und deswegen wird es problematisch für uns, die Leute, die wir brauchen, vielleicht für billiges Geld zu holen. Ich wüsste keinen, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen bist du jetzt ein bisschen auf einem guten Weg. Die anderen, die sind ja nicht besser, weil sonst würden sie ja spielen, egal in welchem Verein. Und deswegen bin ich ja nicht ein Befürworter von Winterpause einkaufen, billige Leute, gute Leute. Die gibt es nicht. Es gibt vielleicht die Chance, dass du irgendwo einen hast, der verletzt war, der erst langsam rankommt in einer Top-Truppe, ne, wo die sagen, okay, mach mal ein halbes Jahr Spielpraxis. Ja, dann ist mir so ein Kruse aber lieber, ne? Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil einen Kruse, den brauche ich nur beizubringen, im Training Gas zu geben, eine gute Vorbereitung zu machen, ist das ein geiler Fußballer. Gar kein Thema. Aber wenn du jetzt einen verletzten Spieler holst, weißt du noch nie, beim verletzten Spieler ist immer die Gefahr, dass er sich sofort wieder verletzt und dann ist er weg. Bei dem einen weißt du aber genau, bei dem musst du eigentlich nur ein bisschen drauf achten, dass er wieder körperlich fit. Ja, oder? Aber der hat schon in Vereinen gespielt, ob das jetzt in Union Berlin war. Wolfsburg hat ihn ja nicht umsonst geholt und da war er auch gut, dass er jetzt mit dem Kovac Theater hat. Man weiß ja auch gar nicht, warum und weshalb. Vielleicht und mag er ihn nicht. Ein guter verletzter Spieler, bis der in die Gänge kommt, da vergehen etliche Spiele, da bist du schon am Ende der Saison so ungefähr. Ich glaube nicht und man weiß es selbst, wenn man lange verletzt war, bis man wieder in die Gänge kommt, das dauert. Ja, das geht nicht von heute auf morgen. Da brauchst du Spiele ohne Ende. Und wenn du dann die Leistung nicht bringst, dann spielst du auch dann nicht. Und von daher ist es ganz, ganz schwer. Das ist sowas, was Abi jetzt gesagt hat, ist besser. Der ist natürlich ein gefährlicher Spieler. Ja, aber ich mochte ihn auch, weil der ist einer gewesen, der was riskiert hat. Der auch seinen Mitspieler angemacht hat, der nach vorne ging, und aber wie gesagt, der hat einen Vertrag und der wird nur was kosten. Ja, ein bisschen werden wir was haben in der Kriegskasse, ne? Hat Peter Knebel auch schon gesagt, dass man was holen wird. Namen nennt er natürlich nicht, ist ja klar. Auf welchen Positionen würdet ihr denn als erstes was machen wollen? Ja, ich würde auf jeden Fall zwei Leute. Aber die kriegst du nicht. Die schnell sind für vorne. Über die Außenbahn, da man mal einen überlaufen kann, einen Abwehrspieler. Und dann ein Terodde oder wem auch immer in Szene setzen kann. Und natürlich auch hinten ein klasse Mann. Die Leute hatten wir, mussten wir leider abgeben. Und deswegen brauchen wir zwei, drei Leute, aber wirklich gute Leute. Und die kriegst du für das Geld nicht. Das sehe ich genauso wie der Klaus. Im Mittelfeld haben wir, glaube ich, genug gute Jungs, die man noch besser machen kann, auf jeden Fall. Aber in der Abwehr fehlt auf jeden Fall einer, der das Kommando in der Hand nimmt und sagt den anderen Jungs, wie es läuft. Ein Stürmer wäre natürlich super, da muss man wirklich sagen, einen schnellen Jungen. Wir haben, außer Bünter ist jetzt, glaube ich, der Einzige, der so richtig Gas gibt. Aber wenn ich jetzt so einen noch hätte, so richtig guten noch, das wäre schon klasse. Was aber ich glaube, es wird schwer, solche Spieler zu finden. Ja? Aber was ist mit dem kleinen Sané? Jetzt hat er mal gebracht.
er sieht ihn ja, wie er sich entwickelt beim Training und so weiter. Ja, schmeißen wir rein. Sind viele junge Leute schon reingeschmissen worden und haben sich freigeschwommen. Vielleicht schafft er das auch. Der hat ja Geschwindigkeit. Das ist wichtig. Für mich kannst du nur spielen und die Geschwindigkeit haben. Alles andere brauchst du nicht. Wollen wir mal schauen, was passiert. Ne? Wird ja schnell gehen. Also wobei, eigentlich müsste man ja eine Ausnahme machen. Ne? Normalerweise darfst du ja Spieler erst ab dem 1. Januar verpflichten. Und eigentlich müsste man jetzt ja sagen, ab 1.12., oder? Wenn das schon, wenn man sich vorher mit den allen Seiten geeinigt hat. Weil wenn du da 4 Wochen Vorbereitung machst ohne die und holst sie dann 3 Wochen vor dem ersten Spiel dazu, dann ist ja schon wieder nur halbgar. Funktioniert nicht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, dann wollen wir gucken und dann, ja, was müssen wir machen, um die Liga zu halten? Wie viele Punkte brauchen wir? Und dann können wir ausrechnen, wie viele Siege wir brauchen. Wir haben jetzt 9. Da brauchst du schon fast 25 Punkte. Das sind 34 Punkte. Ja, wenn man Hertha und Stuttgart die 14 Punkte hochrechnet, wenn die dieselben im selben Tempo weiterpunkten würden, dann kämen die auf 32. Ja. Das wäre natürlich ziemlich niedrig. 40 braucht man nicht, braucht man schon jahrelang nicht mehr. Meistens reicht auch wirklich sowas um die 34 so. Also wenn wir 34 sagen, 9 haben wir, 25 brauchen wir. Ja, und das sind 7 Siege, 4 Unentschieden, ja. Da kannst du noch 8 also Jörg, verlieren. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir Drittletzter werden. Das ist das Ziel, das muss jetzt das Ziel sein, dass du die Quali noch spielst, ja. Und das ist das Einzige, wo du jetzt drauf gehen kannst. Nicht weiter gucken, ob du noch den einen oder anderen einholst, sondern erstmal gucken, dass du Drittletzter bist, dass du sagst, so, jetzt haben wir noch eine Chance, gegen eine Zweitligisten zu spielen. Ja, und da sehe ich also unsere Chancen eher. Also ich glaube nicht, dass wir noch viel, viel höher kommen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Relegation ist natürlich eine Nummer, ne? Von der nervlichen Belastung her, auch für uns Fans. Andererseits, um da hinzukommen, müssen wir eine gute Serie spielen. Das heißt, wir müssten eigentlich auch in guter Stimmung sein. Dann anders als zum Beispiel Hertha, die ja durch eine Negativserie da überhaupt letztes Jahr reingekommen sind. Ja. Wenn der HSV nicht so überschlau gewesen wäre, nachdem sie in Berlin gewinnen, brauchen zu Hause ein Unentschieden gegen eine Mannschaft, die, glaube ich, 6 oder 7 Mal verloren hat am Stück und schaffen es nicht. Wenn du Relegation spielst, ob du zu Hause gewinnst oder verlierst, ist immer alles möglich. Du siehst es ja. Das haben wir ja gesehen. Das weiß man. Gut, wir schauen, sowohl was an neuen Spielern kommt, als auch was die dann bringen auf dem Platz. Was macht ihr in dieser komischen, unglaublich langen Pause? Wie haltet ihr es mit der WM? Alles gucken oder nur die deutschen Spiele oder wie macht das? Einer habe ich heute am Radio gehört, der hat gesagt, der guckt sich die deutschen Spiele an, aber wenn sie ausscheiden oder werden sie ausscheiden, hat er gesagt, dann gucken wir kein Spiel mehr an. wir werden nicht ausscheiden, aber ich bin dann nicht so optimistisch und sage, wir werden Weltmeister. Nee. Ja, willst du jetzt von mir hören? Ich gucke auch die Spiele, selbstverständlich. Also es gibt natürlich viele Meinungen, die sagen, ja, man soll es nicht machen. Ich bin Fußballer, ich bin von klein an Fußballer gewesen und habe Fußball meinen Beruf gemacht. Und jetzt kann da ja nicht einer zu mir sagen, weil es irgendwo geknallt hat oder da sind andere Leute, die, was weiß ich, korrupt waren und. Und jetzt soll ich deswegen das Spiel nicht gucken. Aber das ist ja mein Spiel, wo ich groß geworden bin und tut mir leid. Also jeder soll dann eben für sich alleine entscheiden, wenn er sagt, nee, ich will da nicht hin oder ich gucke mir das nicht an. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Ja, aber ich gucke mir das nachts nicht an, damit ich wegen diesen Spielen aufstehe. Das steht fest. Ja. Also ich habe mir auch gesagt, ich werde auf keinen Fall wie sonst immer, da hast du ja auch Polen gegen Südkorea geguckt, ne? WM ist WM so ungefähr und hast alles geguckt, was es gibt und diesmal maximal die Deutschen, damit ich weiß, wie die alle gespielt haben, weil danach habe ich Das interessiert uns ja eigentlich sowieso nur, unsere Mannschaft. Also viele andere Mannschaften interessieren mich jetzt nicht so. Die deutsche Nationalmannschaft auch nicht so dolle. Also ich meine, ich bin Schalker und das ist genug, also ist nicht mehr so viel Platz im... Überzeugt haben. Ohne Mikrofon kannst du. Überzeugende Spiele haben wir nicht gemacht. Ja, das haben wir gesehen. Ob das gegen Ungarn war, gegen Nordmazedonien und so weiter. Und jetzt natürlich Weltmeisterschaft ist ein ganz anderes Ziel, ganz was anderes. Auch keine Frage.
Aber ich sage immer, ihr braucht vorne einen Mittelschirm. Jetzt haben wir Füllkrug, spielt er. Wenn er sich durchsetzt, okay. Wenn nicht, mach mir nichts kaputt. Gut, das Wort zu, ja, muss er schon sagen, Weihnachten? Neujahr. Wir müssen uns jetzt hier verabschieden von allem mit einem frohen Fest. Es fühlt sich ein bisschen frohes komisch Fest, an. Guten Rutsch, ne? Auch, ne? Ja. Ja. Drei Ostern, Monate, oder? Noch nicht. Drei Monate fast. Nicht ganz genau. Ja, ganz dass schön Weihnachten lange nicht verlegt wird, hör mal. Sollen wir jetzt im November lieber machen, oder? Wird ganz schön lange ohne sein, wobei wir haben ja ein paar Testspiele, ne? Drei vor Weihnachten noch und dann wird es noch zwei, drei nach Weihnachten schön geben, vor dem ersten Spiel in Frankfurt. Ne? Das ist dann so ein bisschen Ersatzstoff für uns. Und ja. Wir hören uns aber dann mit dem Legenden-Talk wieder nach dem ersten Spiel gegen Frankfurt. Hoffen wir, dass wir da gleich was gepunktet haben. Ich sage vielen Dank für das Jahr 2022. Hat Spaß gemacht mit euch. Und ebenso, ja, mit euch natürlich. Vielen Dank an euch, dass ihr immer wieder zuschaut, uns immer wieder zuhört. Und auf ein schönes 2023, das mit Schalke so nach oben geht. Dankeschön, jawohl, tschüss und Glück auf. Glück auf.